Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Reihe Was tut sich im deutschen Film? Diese Reihe ist eine Kooperation zwischen dem Deutschen Filminstitut und Filmmuseum hier und uns, der Filmzeitschrift EPD Film. Es ist eine Kooperation, auf die wir, ich hoffe, beide stolz sind, denn sie zieht sich schon 17 Jahre lang und wir sind im letzten Jahr nach den diversen Lockdowns im Oktober neu gestartet. Ich stehe hier in Vertretung von Urs Spörri, der normalerweise immer die Begrüßung macht und sich krankheitsbedingt entschuldigen lässt. Unsere Reihe hat ein simples und doch durchschlagendes Prinzip, wie ich finde. Wir laden einmal im Monat einen Film ein, den wir für wichtig, bedeutsam, innovativ oder wegweisend halten und unterhalten uns dann im Anschluss mit der Macherin oder dem Macher. Zuerst gibt es ein Werkstattgespräch, was dann eben immer ein Autor von uns moderiert. Das ist in dem Fall Uli Sonnenschein. Und danach sind Sie aufgerufen, Fragen zu stellen oder noch besser Kommentare dazu abzugeben. Der Film, den Sie heute sehen, heißt Everything Will Change. Sie wissen es, deswegen sind Sie hier. Und wir sind froh, dass wir den Regisseur des Films, Martin Persil, Entschuldigung, habe ich gelernt, ich dachte Persil, ja. Und er sitzt hier, vielleicht, wenn Sie ihn schon mal begrüßen. Dankeschön. Vor zu den Gepflogenheiten dieser Reihe gehört es, dass wir einen Vorfilm zeigen. Normalerweise. Wir wollen da an die große Zeit des Kinos, wo ein Vorfilm zum Programm dazugehörte, erinnern. Das wird es heute Abend nicht geben, aber wir werden dennoch ein Vorprogramm haben. Und zwar eine Einführung von Frau Professor Dr. Katrin Böning-Gäse, Professorin an der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Direktorin des Senckenberg-Forschungszentrums für Biodiversität und Klima. Und sie hat im letzten Jahr, Ende letzten Jahres, den Deutschen Umweltpreis überreicht bekommen für ihre Forschung zum Thema die Folgen des Verlusts der Artenvielfalt. Sie wird uns eine kleine Einführung zu dem Thema halten und danach werde ich Martin Persil auf die Bühne bitten. Frau Böning-Gäse, bitteschön. Ja, vielen Dank für die ausgesprochen freundliche Einführung. Es ist mir eine große Freude und eine große Ehre, hier zu stehen, aber auch eine gewisse Herausforderung. Das ist nämlich das erste Mal, dass ich im Kino nicht auf Ihrer Seite sitze, sondern hier vorne stehe. Und außerdem habe ich sozusagen eine Regieanweisung bekommen vom Herrn Spörri, dass ich erstens nicht zu lang reden soll, zweitens interessant und relevant, aber dass ich bitte nicht spoilern soll. Das heißt, ich war jetzt als Naturwissenschaftlerin schon vor einer neuen Herausforderung, weil diese Anforderungen hatte ich noch nie zu erfüllen. Nun, wenn man sich den Trailer anschaut, weiß man ja schon, es geht um Artenvielfalt, es geht um Artensterben und es geht um unsere Zukunft und wie wir damit heute mit unserem heutigen Handeln umgehen. Und an dem Punkt bin ich als Biodiversitätsforscherin auf sicherem Terrain. Das sind die Themen, mit denen ich arbeite. Was sind die wissenschaftlichen Hintergründe? Die Artenvielfalt auf der Erde ist in einem Ausmaß bedroht, wie das noch nie in der Geschichte der Menschheit der Fall war. 2019 ist ein Bericht des Weltbiodiversitätsrats erschienen. 1 Million Arten ist vom Aussterben bedroht, von den geschätzt 8 Millionen Arten, die wir auf der Erde haben. Am stärksten betroffen sind solche Arten wie Palmfarne, aber auch Amphibien,
Haie und Rochen oder auch die Korallen. Wir wissen, dass wir Aussterberaten haben, die mindestens 10- bis 100-fach, manche Publikationen sagen 1000-fach, höher liegen als die Aussterberaten, die wir in den letzten 10 Millionen Jahren hatten. Das heißt, wir stehen am Beginn des 6. Massenaussterbens der Erdgeschichte. Und wenn in Tausenden von Jahren mal Paläontologinnen die heutige Zeit anschauen werden, dann werden sie diese Zeit, diese Epoche wiedererkennen in den Ablagerungen der Erde. Welche Arten verlieren wir besonders bei uns? Bei uns in Deutschland, in Mitteleuropa, sind es erstaunlicherweise die Arten der Agrarlandschaft, also der Wiesen, der Äcker und der Weiden. Das Insektensterben, davon haben Sie sicher schon gehört. Entsprechend verlieren wir die Vögel in der Agrarlandschaft. Die haben in den letzten 25 Jahren um mehr als 30% abgenommen. Einzelne Arten wie das Rebhuhn haben Verlust von 91%, Kiebitz 93%. Also dramatische Veränderungen. Nun, was sind die Folgen davon? Wie betrifft es uns? Diese Artenvielfalt ist unsere Existenzgrundlage, unsere Lebensgrundlage als Menschen. Wir beziehen einmal materielle Leistungen aus der Natur, die Luft, die wir atmen, das Essen, das wir essen, sauberes Trinkwasser, Bauholz, praktisch alle Materialien, die wir nutzen, kommen aus der Natur. Das Zweite ist, dass die Artenvielfalt so etwas wie der Maschinenraum der Ökosysteme ist und dafür sorgt, dass Ökosysteme überhaupt funktionieren. Die Bestäuber spielen eine wichtige Rolle, aber auch zum Beispiel Vögel als Samenausbreiter für die Regeneration von Ökosystemen oder dann Bodenorganismen bei der Bodenbildung oder dann Bäume, die zum Beispiel Flutkatastrophen abhalten können oder Mangroven, die vor Tsunamis schützen können. Und der dritte Aspekt ist die nicht materiellen Leistungen der Natur. All das, was die Natur für unsere Seele, für unser Wohlbefinden bedeutet. Erholung, psychische Gesundheit, aber auch die Schönheit der Natur oder die Heimat, die wir in der Natur finden, die Identität und für viele von uns auch die Spiritualität, die Natur für uns bedeutet. Und ich bin von Journalistinnen viel gefragt worden, ist es jetzt der Klimawandel oder das Artensterben, das schlimmer ist? Und wenn man es jetzt genau auf den Punkt bringen möchte, sind beide Krisen gleich dramatisch. Vielleicht ist das Artensterben noch schlimmer, weil beim Klimawandel wird es darum gehen, wie wir in Zukunft leben. Beim Artensterben wird es letztendlich darum gehen, ob wir als Menschheit auf der Erde überleben. Wie sehen die Zukünfte aus? Ich bin auch Biodiversitätsmodelliererin, das heißt, wir machen Modelle und schauen, welche alternativen Zukünfte kann man sich vorstellen, welche alternativen Zukunftsszenarien. Das kennt man aus der Klimaforschung. Da gibt es zum Beispiel dieses 1,5-Grad-Ziel, es gab aber auch ein 1-Grad-Ziel oder ein 2- oder ein 3-Grad-Ziel. Und bei den multinationalen Verhandlungen in Paris hat man sich damals entschieden, das 1,5-Grad-Ziel zu verfolgen. Genau solche Modelle haben wir jetzt auch in der Biodiversitätsforschung. Und eins davon ist, weitermachen wie bisher, business as usual. Und da wissen wir, dass die Biodiversität weiter dramatisch abnehmen wird. Und wir wissen nicht, ob wir Kipppunkte im Erdsystem erreichen. Wir gehen davon aus, und wo die planetaren Grenzen für den Verlust der Biodiversität liegen. Wir können aber auch vieles ändern. Und da gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen, die wir ergreifen können, von Schutzgebieten, von Renaturierung, zum Beispiel Wiedervernässung von Mooren oder Wiederaufforstung von Wäldern. Ganz wichtig, ich habe das Artensterben in der Agrarlandschaft angesprochen, unseren Landbau zu verändern, hin zur Richtung ökologischem Landbau, aber auch, und das Ganze funktioniert eben nur, wenn sich die Politik auch anpasst, wenn sich die Agrarpolitik ändert, bis hin zur Forschung, wenn wir andere Sorten haben, die mit weniger Schädlingen zurechtkommen. Und das Ganze funktioniert nur, wenn wir auch unser Konsum- und Ernährungsverhalten ändern, unsere Lebensmittelverschwendung und vor allen Dingen unseren Fleischkonsum. Das heißt, wir haben wirklich so eine Schar von Zukünften, die wir als Wissenschaftlerinnen aufspannen.
Und wir haben jetzt die Wahl, welche Zukunft wir einschlagen wollen. Das ist unsere Entscheidung. Das liegt in unserer Hand. Wir gestalten unsere Zukunft. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, besten Dank. Gute Kurzfilmlänge, gutes Vorprogramm. Besten Dank. So, jetzt darf ich Martin Persil auf die Bühne bitten. Es gibt auch ein Mikrofon. Ja. Ja, vielen Dank fürs Kommen. Es ist sehr schön, Leute im Kino zu sehen. Es ist ja nicht die ganze Zeit so gewesen. Ich komme jetzt gerade von einer Tour. Wir waren auf, ich glaube, 13 verschiedenen Städten. Heute ist der letzte Stop auf dieser Tour. Ich bin jedes Mal wieder begeistert, dass es halt, dass wir immer noch da sind, dass Leute wie du immer noch da sind, dass ihr noch da seid, dass es irgendwie weitergeht, finde ich einfach, macht mir Mut, dass es weiterhin Kino gibt. Über den Film brauche ich jetzt eigentlich nichts mehr sagen, denn im Grunde haben wir gerade eigentlich schon sehr viele Dinge gehört, die wir jetzt gleich nochmal sehen werden, in einer ganz anderen Form. Ich bin natürlich gespannt, nachher über die Form mit euch zu reden. Und habe eigentlich nur einen einzigen Kommentar. Ich glaube, ansonsten kann der Film auch für sich selber sprechen. Der Kommentar ist, wenn der Film fertig ist, habe ich gemerkt, in den Shows, die wir jetzt hatten, ist oft so eine bisschen Wortlosigkeit im Raum. Man weiß, also so. Und da will ich euch jetzt schon bitten, wenn der Film dann fertig ist und diese Wortlosigkeit da ist, lass uns die sofort wieder abschmeißen und lass uns reden. Wir sind hier alle in einem Raum gemeinsam und gucken uns das an und lass uns danach gemeinsam miteinander reden. Das würde ich mich freuen. Und ansonsten würde ich sagen, Film ab, oder? Ja. Viel Spaß. Ja. So, bitte begrüßen Sie noch einmal Martin Persil. Das ist der Ulrich Sonnenschein, der das Gespräch führen wird. Und Frau Böning-Geser, die auch da ist. Guck mal, die meisten sind noch da. Ja, immerhin. Sie müssen jetzt auch noch einen Moment warten, bis Sie Ihre Eindrücke oder Fragen loswerden können. Wir sprechen jetzt erstmal ein bisschen unter uns. Also bevor wir auf den doch sehr wichtigen Inhalt kommen, würde ich gern erstmal darüber sprechen, welches Genre du gewählt hast. Denn interessant ist ja erstmal die Form. Ich sag's mal kurz, ein Science-Fiction-Road-Movie-Animations-Naturfilm-Märchen-Dokudrama. Noch was vergessen? Nee, gut, finde ich super. Also wenn es nach mir ginge, dürfte man den Film auch so beschreiben, weil das entspricht meinem Geschmack. Es darf, finde ich, für mich durcheinander auch ruhig sein oder gemischt. Aber natürlich will ein Film ja auch verlegt werden und irgendeinen in Festivals unterkommen. Und da braucht man immer das Genre. Und dann haben wir uns jetzt mit dem Verleiher drauf geeinigt, zu sagen, es ist ein Science-Meets-Fiction-Film. Also eigentlich Science-Fiction. Science-Fiction wäre ja perfekt eigentlich. Aber das ist natürlich schon belegt. Deswegen sagen wir Science meets Fiction und haben, ne, wir haben halt das Problem, dass wir einen Spielfilm sind und einen Dokumentarfilm relativ zu ähnlichen Teilen. Ich würde sagen mehr Dokumentarfilm, aber da streiten sich auch die Einschätzungen. Und wir haben eigentlich das Problem, was ein Hermaphrodit hat, der im Bahnhof aufs Klo gehen will. Oder die im Bahnhof. Ne? Also wo du reingehst, bist du falsch. Sind wir Dokufilm? Nein. Sind wir Spielfilm? Nein. Und mal gucken, wie wir da jetzt nächste Woche dann fahren mit der Tatsache, dass wir beides nicht sind und beides auch sind. Einige Kritiker oder Menschen, die über diesen Film sprechen, retten sich mit der Bezeichnung Hybridfilm, was sich so ein bisschen wie ein Motor anhört und mir nicht so richtig gut gefällt. Aber man plant ja sowas nicht in so einer Vielfältigkeit, in so einem wilden Jagd durch die Genres. Wie hat das bei dir angefangen? Na doch, also das war schon von vornherein eigentlich so ein bisschen die Idee, dass es halt ein Dokumentarfilm aus der Zukunft ist über uns. Das war eigentlich ein bisschen die allererste Idee, die auch schon mittlerweile fast 10 Jahre zurückliegt. 2012 habe ich angefangen daran zu schreiben und da war die Plotpoints der Geschichte waren ganz anders, die Figuren waren noch ein bisschen anders, aber das liegt schon lange zurück und das ist ganz interessant gewesen, weil natürlich, wie ihr alle wisst, in den letzten 10 Jahren ist auch wahnsinnig viel passiert. Zum Beispiel Pariser Abkommen wurde getroffen, wurde dann von Trump wieder ausgestiegen. In Australien hat es gebrannt wie noch nie zuvor. Wir werden ja hoffentlich gleich noch ein bisschen ins Eingemachte gehen können.
Genau, es war ein Schreiben, wo wir gemerkt haben, als ich angefangen habe, war eigentlich eine Aussage, die ich treffen wollte, es passiert etwas und keiner weiß es. Und als wir dann aber den Film wirklich so weit waren zu drehen, 2019, haben wir gesagt, nee, das stimmt nicht mehr. Es passiert etwas, alle wissen es, und jetzt geht es darum, was getan werden kann. Und das ist wirklich in den letzten 10 Jahren. Ich glaube, vor 10, 15 Jahren hätte man einen Film machen können, der sagt, kennt ihr eigentlich Artensterben? Schon mal gehört. Das ist aber natürlich heute nicht mehr so. Was leistet die fiktionale Ebene dabei? Also du hast natürlich dir sehr viel das Mühe gemacht. Das frage ich dich oder euch. Also na, für dich. Was als Macher, ne? Nicht als Rezipient. Das können wir später vielleicht noch klären. Aber für dich war ja nicht genug zu sagen, ich mache eine Dokumentation zum Thema Artensterben. Ja, also das, was ich auf jeden Fall machen wollte, ist, dass es ein Film, also Artensterben im Unterschied zur Artenvielfalt, es ist ja eigentlich das gleiche Thema, das eine betrachtet es als ein Negativum und als einen Prozess, der uns Sorgen macht, und das andere ist ein Prozess, eine Geschichte, die einem eigentlich total den Reichtum ausdrückt. Wir haben eigentlich gesagt, lass uns versuchen, wenn wir einen Artensterbenfilm machen, eigentlich einen Artenvielfaltsfilm zu machen, und lass uns vor allen Dingen versuchen, durch diese Zeitreise, die Tatsache, dass wir aus der Zukunft gucken, dass wir sagen, wir leben eigentlich jetzt in einer Zeit, die wirklich eine goldene Zeit ist. Und zwar haben wir noch sehr viele Arten und sehr viele auch intakte Ökosysteme. Zum Beispiel am Great Barrier Reef ist ja nicht nur die Neuigkeit, da ist unheimlich viel kaputt mittlerweile, sondern du kannst ja genauso gut sagen, da ist unheimlich viel noch da. Und ich glaube, die Welt ändert sich ja gerade. Und wir müssen anfangen, uns klarzumachen, was noch da ist, weil wir natürlich nur das dann schützen können, wenn wir das so wahrnehmen. Gleiche gilt für den Amazonaswald. Unheimlich viel davon ist auch noch da. Und dass wir halt gesagt haben, unsere Zeit ist eine goldene Zeit, weil viel noch da ist, und weil Information mittlerweile so gut fließt und so auch verstanden wird wie nie zuvor. Das ist ja auch was Besonderes an unserer Zeit. Wir haben seit 15 Jahren ein Internet, was halbwegs funktioniert. Wir können uns basisdemokratisch alle mit allen kommunizieren. Die Wissenschaft kann sich auf Dinge einigen, wie wir gerade im Film gesehen haben. Dann kommt dann so ein Report raus 2019, wo sich ein Konsensus gefunden wird. Das sind alles Dinge, die passieren, weil wir diese Werkzeuge jetzt haben. Also es ist eine tolle Zeit für Wissen. Davon, ne, dass es dann eine postfaktische Zeit jetzt auch ist und dass die Trump-Ära uns auch wirklich den Kopf ein bisschen verschaltet hat, ist eine andere Geschichte. Aber es ist eigentlich eine tolle Zeit für Wissen und es ist eine reiche Zeit. Und da dachten wir, das schaffen wir auszudrücken, indem wir aus der Zukunft auf diese Zeit gucken. Das Internet kommt sehr gut weg in diesem Film. Zum einen ist es als ubiquitär an jedem Kehlkopf angebracht sozusagen. Also die Vernetzung ist gar nicht mehr willentlich, sondern quasi geht gar nicht ohne. Und beim Rückreisen in die Zeit wird auch ein Jahr ausgewählt. Definitiv, das Internet muss es schon gegeben haben. Ja. Das Internet ist also tatsächlich etwas, was positive Aspekte mitbringt. 100% würde ich sagen. Also natürlich kennen wir es auch von seiner negativen Seite, aber das Internet ist die Gutenbergsche Buchpresse. Das ist ein Meilenstein, ein absolutes Geschichte, Menschengeschichte, dass wir das jetzt geschafft haben. Ein Wahnsinnswerkzeug für die Menschheit. Pate bei diesem Projekt steht irgendwie Wim Wenders. Du hast das Wim Wenders Stipendium bekommen. Er hat eine relativ prominente Stellung auch im Film. Was hat er jenseits dessen, was man im Film sehen kann, zu dem Projekt beigetragen? Fast alles kann man sehen, entweder im Bild oder in den Credits. Also er hat eine Stiftung, ne? Der ist ja hier auch einer von euch und auch Lokalpatriot und auch gerne hier. Und wir haben dann eben in dieser Stiftung, da kann man sich bewerben, wenn man ein Skript hat, was erzählerisch interessant ist, dann kann man da eben Förderung bekommen. Da haben wir die höchste Summe bekommen, weil er diese Idee halt gut fand mit dem Aus der Zukunft ins Heute und auch so ein bisschen die formalen Sachen, die ich dann da vorgeschlagen habe. Und dann habe ich ihn kennenlernen dürfen. Er ist natürlich ein Held für mich schon immer gewesen und hatte kurz ein bisschen Angst, ne? Man soll ja seine Helden nicht treffen, und da war es aber nicht begründet, sondern er ist wirklich genauso toll, wie ich mir immer vorgestellt habe. Ein wahnsinniger Unterstützer der Künste, wahnsinnig verständiger Humanist und Pazifist und toller Typ mit viel Humor und alles. Also es war super, und dann habe ich mich halt getraut zu fragen, sag mal Wim, du bist doch nie vor der Kamera, ne? Wie wär's, wenn du für meinen komischen, bunten Film jetzt vor die Kamera mal gehen würdest? Und dann hat er nicht nur Ja gesagt, sondern er hat, nachdem wir einen Tag gedreht haben
und ich Mist gedreht habe, wirklich Mist gedreht habe. Ich war auch so aufgeregt und die Idee passte auch, aber es war einfach nichts. Und man hat es dann im Schnittraum gesehen, das ist nichts. Und dann musste ich ihn ganz klein laut anrufen und sagen, Wim, weißt du noch den Tag, wo ich dich einen Tag lang in so einem Exoskelett durch die Gegend habe fahren lassen? Ist alles Mist, können wir es nochmal machen? Und er hat nicht mal mit der Wimper gezuckt, sondern hat wirklich gesagt, ja, manchmal ist es so, wann willst du es machen? Und ja, ein toller Typ und großer Unterstützer. Und Markus Imhoff? Markus Imhoff, auch ein toller Typ. Ne, ich weiß nicht, ob der jetzt hier so bekannt ist. Der ist für die Schweiz ist er auch so eine Art Wim Wenders und hat viele Sachen gemacht, auch schon seit den 60ern, 70ern. Und ist halt Imker und hat More Than Honey gemacht. Ein wahnsinnig sehenswerter Film über die Bestäuber namens Bienen. Und genau, den haben wir angefragt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, den hat es auch, als ich dann gesagt habe, Wim ist übrigens auch dabei, ich glaube, es hat ihm auch nochmal geholfen, auch mit aufzuspringen. In dem Film kommt der erschreckende Satz, vor 5 Jahre nach dem Tod der letzten Biene stirbt der Mensch. Passt also auch zu deinem Film. Nein, 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 in dem More Than Honey von Markus Imhoff. Ja. Der Anfang ist eine Auflistung der Katastrophen, wie sie sich ereignen könnten. Wie weit hast du recherchiert? Wie glaubwürdig musste das sein? Oder wie fiktional konntest du auch damit umgehen, zu sagen, okay, aufgrund der Daten, die wir heute haben, können wir das so interpolieren? Du beziehst dich jetzt auf diese Artikel, mit denen der Film eigentlich anfängt, genau, wo so hochgerechnet wird und in den 50er Jahren anhand dieser Zeitungsartikel. Wie so eine Art Bibliothekssichtgerät. Genau, so ein Mikrofisch. Die Älteren, ich kenne es auf jeden Fall auch noch. Also, da haben wir eigentlich gesagt, also ich würde jetzt nicht einzeln darauf eingehen, auf die Entscheidung für oder gegen die bestimmten Artikel, aber wir haben halt gesagt, wir wollen natürlich Business as usual, das hast du vorhin auch schon einmal erwähnt, wollen wir darstellen und dann haben wir gedacht, was wäre denn so was ganz Typisches, was passieren müsste, wo dann die Menschheit so ein bisschen an so einem Scheidepunkt wäre, haben wir es jetzt schon verstanden oder haben wir es noch nicht verstanden und haben uns dann darauf geeinigt, stell dir vor, es würden Unmengen an Öl unter der Arktis gefunden und was macht die Menschheit jetzt? Sagt sie jetzt, okay, schön, dass wir es gefunden haben, aber wir lassen das natürlich alles da liegen. Das heißt, sie hätte was gelernt oder eben nicht. Und da deswegen ist dieser Artikel da mit dem ewige Tonnen an Öl unter der Arktis gefunden. Und dann setzt das Gedicht ein und sagt, komm, sagt die Flamme, du bist noch nicht satt. Das war eigentlich unser Versuch, mit so ein bisschen so poetischer Sprache halt zu sagen, hier hat eine Menschheit nichts dazugelernt. Wie kann es sein, dass man nur 30 Jahre nach unserer Jetztzeit vergessen hat, dass es mal Giraffen gab? Ja, also es ist ja kein, ich glaube, das wird das Publikum, ich bin natürlich wirklich gespannt auf eure Fragen auch und eure Einschätzung. Es ist ja keine glaubwürdige Realität. Es bleibt ja ein Gedankenexperiment. Also zumindest so habe ich das versucht anzugehen, dass wir sagen, wir bieten immer wieder Gedanken an, wir stellen die natürlich auch bildlich dar. Aber wir erwarten nicht, weder von uns noch vom Publikum, dass wir jetzt da in so eine absolut glaubwürdige Zukunftsvision reingehen. Denn es ist ja nur ein Spielweg. Es geht ja nicht um die Zukunft, es geht ja ums Heute in diesem Film. Und dann haben wir aber gesagt, was spannend ist und wiederum hoffe ich, dass wir da gleich nochmal drüber reden können, ist natürlich das Thema Wissen und das Thema Wahrheit. Und wir wollten eine Generation von jungen Leuten haben in der Zukunft, die eben in einer postfaktischen Ära aufgewachsen sind, die so in dem, was eigentlich jetzt während der Trump-Zeit besonders auffällig war, aber eigentlich immer noch weiterhin auch auffällig ist, nämlich eine Welt, in der wir jetzt gerade reinkommen, wo Hunderte von Wissenschaftlern sich jahrelang einen Kopf machen können und eine Sache sagen können und ein Demagoge auf der anderen Seite ganz ohne Recherche das Gegenteil behaupten kann und das wird auf die gleiche Waage gelegt von den Medien, wo du denkst, was ist denn jetzt los? Eine Krise der Wahrheit. Das sollte so der Ausgangspunkt halt für den Film sein. Und deswegen, genau, sollten diese Kids halt eben sozusagen die geboren sein in den 20er Jahren. Die sind so, sagen wir mal, späte 20er geboren. Und gleichzeitig soll es aber eine Zeit sein, wo Leute wie ich noch am Leben sind. Ich bin in meinen 40ern jetzt, ich bin dann irgendwann in meinen, was haben wir dann da, irgendwann in den 70ern. Und Leute, die eben auch die 90er und die Nullerjahre noch ganz wach erlebt haben, da immer noch am Leben sind und eben Rede und Antwort stehen können und sagen können, ja, wir haben halt wahrscheinlich scheinbar nicht genug getan und wir reden lieber nicht drüber. Das kommt ja relativ früh im Film auch vor. Das heißt, ich frage, wie alt müsste man sein, um das selber noch gesehen zu haben?
dass tatsächlich auch die Schulen drüber schweigen, aber Forschungsinstitute dann schon nicht mehr. Also Universitäten werden nicht über Giraffen schweigen können. Interessant ist auch die Frage, wenn man diese Welt anguckt, die du ja wahrscheinlich im Computer schön braun eingefärbt hast, was normalerweise also grün war. Nein, sondern? Es ist nicht aus dem Computer, sondern das ist von unserem tollen Kameramann Felix Leiberg. Eine sehr gute Idee, es ist Infrarottechnik und wer vielleicht hier fotografiert, weiß, dass es Infrarot auch bei Fotografie in Schwarz-Weiß schon lange gibt. Da kannst du, da fängst du noch eine Lichtfrequenz ein, die das Auge gar nicht wahrnehmen kann, aber der Film zeichnet es dann doch ab und dann zeichnet sich, früher war das dann eben so, dass Bäume weiß erscheinen im Bild und aber gedrucktes Grün nicht weiß erscheint. Und das kommt aus dem Vietnamkrieg. Das ist eine Technik, die sie da benutzt haben, um aus dem Helikopter halt sehen zu können, wo sind die grünen Tarnplan und wo ist es wirklich noch Wald. Und da gab es kurz bevor wir diesen Film jetzt gedreht haben, eine kalifornische Bude, so ein paar junge Kids, die halt Filter machen und Licht experimentieren. Die haben einen Filter, entwickelt, der das halt in Farbe kann. Das Bild sieht relativ normal aus, außer dass alles das, was chlorophyllgrün ist, komplett rot rauskommt. Das heißt, es ist nicht im Computer, sondern es ist eben dadurch, dass wir die Kamera eigentlich fast wie so ein Mikroskop umgebaut haben, ne? Wie so ein wissenschaftliches Instrument und das auf die Welt gerichtet haben und das war total spannend. Relativ früh im Film gibt es einen Moment, wo die beiden Jungs losfahren und fahren sie durch so eine trockene Welt und das war mit dem Auge Sandfarben und durch die Infrarotkamera aus der Drohne waren da überall diese roten Reliefs zu sehen, weil natürlich in einem ausgetrockneten See immer noch restliche, also irgendwelche Organismen immer noch so halbwegs am Leben sind, irgendwelche Moose und irgendwelche Kleinigkeiten. Das war total spannend, einfach mit dieser Kamera in die Welt zu gucken und zu sehen, in welchen Ecken und Kanten überall noch Leben eigentlich besteht. Und ja, und dass es halt rot rauskommt, ist natürlich super. Bildsprachlich passt es natürlich wie die Faust. Apropos losfahren, die fahren in einem 70 Jahre alten Mercedes durch die Gegend. Ich hatte auch mal so einen, der galt damals als der 200er-8 als unkaputtbar. Ist das der Grund dafür, dass er da vorkommt? Ja, schon. Also es ist vor allen Dingen ein Budgetgrund. Wir haben ein kleines Budget gehabt, konnten uns keine futuristischen Autos irgendwie, also haben wir gar nicht erst angefangen, uns das vorzustellen, sondern haben von vornherein gesagt, wir müssen es irgendwie durchs Drehbuch lösen und haben dann da Ben eben diesen Job im Vintage-Laden gegeben, wo diese Autos überall rumstehen und ja, so eigentlich. Es war natürlich doof, weil man hätte sich gewünscht, dass es das Auto aber mit einem E-Motor ist, weil irgendeine gönnerhafte Seele das umgebaut hat. Das hätte uns auch beim Drehen natürlich besser gefallen. War nicht so, sondern es war ein ganz normaler, ziemlich klappriger 123er. Aber es war, also kleine Anekdote auf jeden Fall, dass dieses Auto bringt halt, da kannst du überall alles machen. Wir haben ja auf diesem Steinbruch gedreht, in Deutschland war das, und du fährst mit dem Auto vor und sagst, wir wollen hier kurz mal eine Szene drehen, da lässt sich auch jeder Türmann einfach durchfahren. Das ist einfach so ein beliebtes Auto. Das hat viel gebracht für den Dreh, tatsächlich. Gefreut hat mich ja, dass es noch Schallplatten gibt tatsächlich im Jahre 2056. Ja, also genau. Also wir haben, der Film macht das ja eigentlich durch die ganze Länge hindurch, dass er sagt, es gibt natürlich Platten und Bücher vor allen Dingen, die viel längeren Bestand haben als digitale Daten. Und in einer Welt, wo vielleicht in den 20ern, 30ern sehr viel Wahrheit und Wissen verloren gegangen ist, dadurch, dass es umgeschrieben wurde, bestehen natürlich weiterhin Bücher. Deswegen ist auch in der Ausstattung dieser Räumlichkeiten, wo die Jungs dann reinkommen, ist halt, da sind die Computer sogar alt auf eine Art und eben ganz viele Bücher und Papiere. CDs. CDs sind ja auch nicht so haltbar. Ne? Also hat man immer gedacht, ne? Die Platte geht kaputt, verkratzt, die CD ist für die Ewigkeit und kaum war sie auch verschwunden. Es heißt im Film, ein Leben ohne Natur ist nicht möglich. Da habe ich mich gefragt, wovon leben die Menschen, die dann tatsächlich noch leben, wenn es keine Natur mehr gibt? Ich weiß nicht genau, worauf du dich beziehst. Also, was essen die? Die essen landwirtschaftliche Produkte, so wie wir heute auch. Also das, was du gerade sagst, dass diese Aussage im Film steht, das stimmt eigentlich nicht. Ich würde sagen, die essen weiterhin Hühner, Kühe und Pflanzen. Und denn das geht ja sogar. Also du kannst schon, also das, was wir landwirtschaftlich machen, das können wir schon noch eine Weile weitermachen, bevor alles aufhört. Das Problem ist halt eben, dass wir die Grundlage dafür nehmen, dass es sich jemals wieder gesunden kann. Ich würde so gerne, dass du schon mal mit reinkommst ins Gespräch, oder? Bei solchen Fragen. Können wir da nachher weiter drüber reden? Ja, wir können auch jetzt, kann sie gerne mit reinnehmen. Komm doch der mal Bruder hier mit dazu. Ein Mikro, genau. Ja, haben wir ja noch mehr Hocker. Ich nehme so einen kleinen.
Na ja, gut. Komm, setz dich ran. Also, wie sieht die Zukunft aus, essenstechnisch und landwirtschaftlich dann? Also das habe ich mir durch den ganzen Film auch überlegt, wie das funktionieren kann. Wir sagen ja als Biodiversitätsforscherinnen immer, dass die Biodiversität unsere Lebensgrundlage ist, unser Netz, das uns trägt. Wenn das jetzt alles ausgestorben ist, also von der Giraffe bis zur, na, eine Hummel gibt es noch, aber zu den Bienen, was bestäubt, was macht die Bodenbildung? Was macht die Schädlingsbekämpfung? Können wir das wirklich alles so im Gewächshaus, wie das ja dann auch dargestellt ist, hinbekommen? Das halte ich für eher unwahrscheinlich. Also das könnte schon ein Problem werden. Mhm. Jetzt habe ich natürlich deine Frage hier komplett zerschossen. Ne? Also nee, das war schon die Antwort. Also das heißt, eigentlich widerspricht sich das. Ja, man kann, wenn die äußere Natur verschwunden ist, dann kann man nur noch Chemie essen und das geht vielleicht noch 2 Jahre gut. Ich finde es ganz interessant, wenn man überlegt, dass diese Balance, die man hat und diese Art göttliche Schöpfung, die man anguckt, weil die Balance ist ja nicht irgendwo hergestellt worden, sondern hat sich irgendwie entwickelt, dass man dann vielleicht auch konstatieren muss, dass der Mensch, der als einziger in der Lage ist und es auch tut, die Natur zu zerstören, also seinen eigenen Lebensraum, dass das vielleicht das Ende ist und dass alle Dinge, die irgendwo ein Ende haben, eben mit uns enden, mit dem Zerstören. Ich habe die Frage nicht rausgehört, aber ich glaube, da sind wir uns alle einig, oder? Dass es naturgeschichtlich genauso laufen wird. Also, dass wir irgendwann uns ausbrennen werden, unser Licht. Da wird aber nicht alles weg sein, sondern es wird dann wiederkommen. Und da drin liegt ja auch, ich habe in der Recherche, und das denke ich, wird dir auch so gehen, als ich diesen Text geschrieben und diesen Diskurs geschrieben habe, echt, das ist ein sehr verlockender Gedanke, dass man sagt, das ist ja nun mal unsere Natur. Was sollen wir denn machen? Wir sind ja nicht schlecht. Wir sind einfach so. Wir sind zu schlau, um einfach geradeaus weiterzugehen. Wir brauchen immer diese Neuerung und diese Veränderung. Und so sind wir nun mal schon seit 100.000 Jahren. Also ist es doch auch nur natürlich, dass wir jetzt eben so weit gehen, bis es Knall macht. Nichts davon muss man richten oder schlecht finden. Das ist ein wahnsinnig verlockender Gedanke. Und ich habe versucht, das ein bisschen in den Film mit einzubauen, dass man halt sagt, es gibt Leute, die sagen, das ist nun mal unsere Natur, also lasst uns diese Natur ausleben. Und dann gibt es aber andere Leute, die sagen, unsere Natur ist ja die Tatsache, dass wir Dinge verändern um uns herum. Können wir das nicht auch im Inneren anwenden? Und könnten wir nicht die erste Spezies sein überhaupt, die einen absichtlichen Evolutionsschritt macht? Und mir macht es natürlich viel mehr Spaß, in diesem zweiten Lager zu sein. Und ich glaube, das sehe ich auch an mir selber. Ich bin auch, lebe auch nicht mehr so, wie ich vor 10 Jahren gelebt habe. Und ich hoffe, dass ich in weiteren 10 Jahren noch wieder mehr an mir gefeilt habe, an meinem eigenen Lebensstil, um in die richtige Richtung zu laufen. Und ich glaube, als Gesellschaften können wir es auch schaffen. Das Problem ist, man sieht es nicht. Ne? Man guckt dann in die Zeitung und man denkt, das gibt's doch nicht. Jetzt gibt es wieder einen kalten Krieg und jetzt gibt es wieder mittelalterliche Pandemiezustände. Es passt noch nicht so richtig zusammen, aber trotzdem glaube ich, dass die absichtliche menschliche Evolution, das fängt gerade erst an und das kann noch ganz, ganz spannend werden. Die Idee, dass der Mensch sich nicht durch Krieg oder Werkzeugnutzung oder was weiß ich, monogame Liebe von Tieren unterscheidet, sondern darin, dass er die Welt verändern kann und will. Das fand ich einen interessanten Aspekt. Das muss ja nicht heißen, dass er die Welt zum Schlechteren verändert. Selbst wenn, wie wir auch in unserer Umwelt sehen, viele Veränderungen, die induziert sind, tatsächlich zum Schlechteren alles verändern oder vieles verändern, muss es ja nicht so sein. Ja, und ich meine, das ist eine uralte Geschichte. Ne? Das ist die Prometheus-Saga, dass plötzlich durch einen Zuwachs an einem, ne, Feuer in dem Fall, plötzlich ist er halbgöttlich und hat plötzlich eine andere Verantwortung und geht damit wie auch immer um. Ne? Also die Idee, dass wir mittlerweile von einem Tierischen weggegangen sind hin zu einem Göttlichen, ist liegt total in der Luft. Ne? Es gibt dieses Homo Deus-Buch von Harari, es gibt alle möglichen Bücher im Moment, die genau diese Idee eigentlich behandeln. Und gemäß der Idee, mit mehr Fähigkeit kommt mehr Verantwortung. Ich glaube, das müssen wir jetzt nur langsam auf die Kette kriegen. Das ist halt, wir haben ja die Fähigkeit, alles zu verstehen. Wir wissen ja, was wir tun. Das kommt auch im Film vor. Es ist nicht mehr, du kannst nicht mehr Unschuld vortäuschen, sondern du weißt es, was du da alles tust. Und du weißt auch, was passiert, wenn du ins Flugzeug steigst oder wenn du, all diese Dinge, das weißt du mittlerweile. Wir müssen damit anfangen, umzugehen und uns zu verändern.
Ein Problem ist ja auch, dass das über Jahrtausende funktioniert hat. Als es noch ganz wenige Menschen auf der Erde gab mit wenig technologischen Möglichkeiten, da hat man zwar auch lokal die Natur übernutzt, da gibt es auch massenhaft Beispiele dafür, wo selbst die Anasazi-Indianer im Südwesten der USA das innerhalb von wenigen Jahrzehnten geschafft haben, ihre Böden zu übernutzen, und die wurden weggespült und dann mussten die wieder runter an den Colorado River ziehen. Das Problem ist, dass sich eben das Ganze seit den 50er Jahren, das wird ja auch im Film gesagt, absolut beschleunigt. Anstieg der Weltbevölkerung, wir sind immer besser in unseren Technologien, unser Fußabdruck, den jeder von uns hat, auch vor allen Dingen wir im globalen Norden, wird immer größer. Und gleichzeitig ist unser Repertoire, das wahrzunehmen, eben begrenzt. Wir können nicht die Grenzen der Erde sehen, nicht die planetaren Grenzen. Wenn wir in den Supermarkt gehen, gibt es da immer was zu kaufen, also bis auf kurze Perioden in der Corona-Zeit. Aber ansonsten ist es ja immer vor uns da. Und aus dieser Situation raus, die Haltung und das Verhalten zu ändern, ist schon schwierig, aber dafür gibt es die Wissenschaft und dafür gibt es die Diskurse und solche Formate, die das eigentlich anstoßen können. Katrin, du hast vorhin gesagt, das fand ich ganz interessant, dass nicht nur die physische Gesundheit, sondern auch die seelische Gesundheit eine Rolle spielt. Im Film haben wir dann eine sehr schöne kleine Geschichte zugehört von den Astronauten, die sich immer wieder das Band oder die CD mit Vogelstimmen anhören, um eben sich selbst nicht zu verlieren. Obwohl sie alle Energie sparen müssen, die Energie wenden sie auf. Das heißt, da haben sie schon irgendwas verstanden oder ist das eine Intuition? Also das gibt es tatsächlich auch nachgewiesen, da habe ich selber drüber gearbeitet. Wir haben die Daten von dem European Quality of Life Survey genutzt, wo alle paar Jahre alle, also 35.000 Europäerinnen gefragt werden, 200 verschiedene Fragen. Und eine davon ist, wie zufrieden sind Sie derzeit mit Ihrem Leben im Allgemeinen, Skala 1 bis 10? Und dann haben wir, das ist gut untersucht, Einkommen hat einen Effekt und Familienstand, haben wir untersucht, welchen Einfluss der Artenreichtum von Vögeln auf die Zufriedenheit der Menschen hat. Und es war in der Tat so, dass die Menschen, die an einem Ort lebten, wo die Vogelvielfalt hoch war, deutlich zufriedener waren als die Menschen, die in einer verarmten Umwelt lebten. Und die Effektstärke des Artenreichtums war so hoch wie die vom Einkommen. Wenn man das Einkommen um 10% erhöht, waren die Leute im gleichen Maße zufriedener, wie wenn ich die Vogelartenzahl um 10% erhöhe. Das heißt, es ist, wenn ich jetzt nicht Einkommen als Währung nehme, sondern Zufriedenheit, Lebenszufriedenheit, ist dieses Naturerlebnis, und Vögel sind dann sicher die Gruppe, wo man das besonders gut greifen kann, einfach absolut zentral. Spannend dabei, dass uns trotzdem eine Abnahme der Diversität so kalt lässt. Also im Film wird es ganz drastisch geschildert, indem der gehackte Kanal von mehreren Millionen auf null in einer halben Minute. Ich glaube aber, das ist so überspitzt das Bild ist auch für unsere heutige Zeit nicht so falsch. Man guckt gerne weg, man sagt, es ist eh zu spät, weil es so viel praktischer ist, sein Nichthandeln zu entschuldigen, als anzufangen, etwas anderes zu tun. Ich will dir widersprechen. Ich glaube, es lässt niemanden kalt. Und ich glaube, wir haben, also zumindest ist das meine Erfahrung und aus der ich auch den Film gemacht habe, und ich glaube, alle, die hier sitzen, denen geht es genauso. Das lässt einen nicht kalt. Man weiß nicht, was man machen kann, oder man weiß, dass man nicht selber alleine viel machen kann. Man weiß auch teilweise nicht, wohin mit den Gefühlen. Also ich habe in der Recherche für den Film oft einfach beim Lesen Tränen vergossen, weil es mich übermannt hat. Du kennst das sicher auch. Liest dir diese Zahlen durch oder liest dir durch, dass Arten, die es immer noch gibt, aber längst verloren sind. Also ne, Zombie-Arten wird es im Film genannt. Und es ist so traurig. Und ich glaube, es geht uns allen wahnsinnig ans Herzen. Aber wir haben das Vokabular im Moment noch nicht dafür. Und wir haben auch nicht den gesellschaftlichen Raum, um diesem Gefühlsdiskurs jetzt so viel Raum zu geben, weil unsere ganze Gesellschaft überhaupt nicht so funktioniert. Wir sind nicht so eine, gerade in Deutschland, nicht so eine sehr gefühlige Gesellschaft. Aber ich glaube fest daran, dass wir alle zutiefst erschüttert sind über das Artensterben und dass wir es auch alle mittlerweile wissen. Finde ich gut und wichtig, dass du das sagst. Aber ich habe jetzt gerade in deiner Wahlheimat Portugal ein Paar kennengelernt, die vehement die klimatische Erwärmung leugnen, die vehement den
Mangel, den der in der Natur zu spüren ist, leugnen. Die sagen, es ist alles völlig in Ordnung. Es wird von Politikern überspitzt, um ihre Macht zu festigen. Also es gibt diese Leute, die sagen, es ist Quatsch, stimmt nicht. Ja, also ich glaube, klar, es gibt immer irgendwelche, aber ich glaube, mir macht es mehr Spaß zu glauben, dass die Mehrheit langsam anfängt, Dinge zu verstehen. Und natürlich gibt es immer so, ne, aber das heißt überhaupt nichts, glaube ich. Also okay, beim Wählen oder wenn bei Wahlergebnissen denkt man immer so, really? Aber ich glaube, das ist alles vorbei. Das ist nichts. Das hat keinen Wert und auch keinen großen Ausschlag mehr. Also ich habe ja auch immer gehofft, dass solche Filme wie We Feed the World oder Fog of War, Taste the Waste, Landraub, More Than Honey, haben wir schon erwähnt von Markus Imhoff, dass die tatsächlich die Leute aufrütteln und dass dann etwas passiert. Glaubst du das oder glaubst du, dass dein Film mehr Unterhaltung ist? Das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube halt, jeder Film kann im allerhöchsten Maß halt auch nur einfach einen 90 Minuten füllen und jemanden ein bisschen beeinflussen. Es gab ja diesen Film Seaspiracy, der recht populär war und der, wo ich in meinem Bekanntenkreis viele Leute habe, die sagen, seitdem esse ich wirklich keinen Fisch mehr nach diesem Film. Das heißt, da hat ein Film wirklich ganz viel gerissen. Ich glaube halt, also ich glaube, Stories haben einen Riesenwert in unserer Kultur. Wir sind ja der Affe, der sich Geschichten erzählt, so kann man es ja auch definieren. Gibt es auch entsprechend Bücher dazu, ne? der Story Ape und gibt es, glaube ich, ein Buch, recht populäres. Ne, also das ist schon ganz dicht an uns dran und ich glaube, mit einer Geschichte, die so wie wir sie jetzt hier heute gesehen haben, hat der Kopf vielleicht einen kleinen Hüpfer gemacht und hat ein paar neue Ideen. Shifting Baseline zum Beispiel ist gar nicht so bekannt und habe ich jetzt oft in Publikumsgesprächen gehört, dass das eben was Neues war, was man sich jetzt so mitnimmt aus dem Film. Aber das ist es auch schon dann. Also ich meine, Kino ist für mich Unterhaltung. Kino muss etwas sein, wo du auch gerne reingehst. Es ist also... Deswegen habe ich den Film auch so gemacht und ich finde, also ich, wie gesagt, ich bin gespannt auf euren Eindruck. Der ist schwierig, dieser Film, der ist auch traurig und so, aber ich glaube, es muss trotzdem etwas sein, wo du immer noch gerne reingehst, weil dort etwas Künstlerisches ist, irgendwas Poetisches, was du in anderen Formaten nicht hast, im Fernsehen und in Büchern. Kino ist Magie und Kino ist Magie. Kommen wir mal auf unseren Titel zurück, was tut sich im deutschen Film? Glaubst du, dass tatsächlich so Formate, die stärker mit Wirklichkeit umgehen, also stärker Informationen transportieren, im deutschen Film im Kommen sind oder bist du da eher die Ausnahme? Also wenn du so fragst, dann bin ich natürlich die Ausnahme. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Was denkst du denn? Du kennst dich, glaube ich, besser aus im deutschen Film. Ja, es gab mal eine Zeit, da habe ich mich gefreut über jeden Dokumentarfilm, der ins Kino kam, weil eigentlich war das Kino kein Ort für Dokumentationen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist wieder am Abflauen. Also die Dokumentation hat es wieder schwerer. Vielleicht liegt es aber daran, dass es das Kino im Moment überhaupt ein bisschen schwerer hat. Also mir geht's genauso wie dir. Ich glaube, der Dokumentarfilm ist eigentlich das Feld, wo fast interessantere Neuerungen gerade passieren als in der Fiktion. Aber auch, weil es sich vielleicht so lange nicht verändert hat. Dokumentarfilm hat ja auch in der Definition schon ein Problem, nämlich Dokument. Dass die Idee, dass du halt in einen Film gehen kannst und jetzt kriegst du ein Dokument, ein belastbares Dokument über die Wahrheit. Und das ist natürlich per Definition schon so ein bisschen fragwürdig, weil es gibt ja eine Regie und einen Schnitt und da wurde ja dran rumgemacht an dem Dokument. Das ist ja, ne? Und meine persönliche Meinung ist, dass ein Film eine Wahrhaftigkeit erreichen kann durch ganz viele Arten und Weisen und nicht nur durch dieses Versuchen eines Dokuments so. Und wahrhaftig ist auch das bessere Wort, was du für einen Film eigentlich anwenden kannst. Denn wahr, weiß nicht, funktioniert besser in Büchern, wo du wirklich dann vielleicht Zahlen und das ist dann auch schon der Text einfach... ich glaube aber, wie gesagt, ich glaube, in Dokumentarfilmen passiert recht viel. Ich fand ja, Sugar Man war so ein absoluter bahnbrechender Film. Habt ihr den gesehen? Searching for Sugar Man? Wo so ein, ja, also es gibt immer mal wieder Dokumentarfilme, die einfach, wow, alles auseinanderschrauben. Und das gibt es seltener in der Fiktion, glaube ich. Also Searching for Sugar Man war der einzige Dokumentarfilm, bei dem ich tatsächlich geweint habe. Bei einer Szene, und nicht aus Traurigkeit, sondern aus Rührung. Wie fühlst du dich als jemand, der in Deutschland Filme macht, international wirken will? Also der Film ist auch auf Englisch gedreht, nicht zufällig, sondern mit einer internationalen Absicht und davon aber leben muss. Macht dir das Angst?
vom Kino leben zu wollen, ja, ich glaube, es gab eine bessere Zeit, um Filmemacher zu sein fürs Kino, natürlich. Ne? So 60er, 70er wäre jetzt schon spannender gewesen, um Indie-Filmer zu sein. Aber es ist halt die Zeit, die ich jetzt habe. Und ich mache das gerne und ich muss gucken, wie ich über die Runde komme. Und eigentlich müsste ich schneller anfangen zu arbeiten. Es hat jetzt 10 Jahre gedauert hier, das, so geht es nicht weiter, weil man auch nicht so viel daran verdient. Aber ja klar, also ich lebe den absoluten Traum. Ich mache meine Filme und kann da halbwegs von leben. Das, also mehr geht nicht, finde ich, als Künstler. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass es so klappt. Liegt übrigens an euch, weil ihr dann kommt und euch das anguckt. Du würdest also sagen, die deutsche Kinolandschaft oder die Produktion in Deutschland ist quasi das Paradies? Ach so, meinst du das? Nee, ja, ein bisschen ja. Wir haben in diesem Land auf jeden Fall mehr Kultur- und Kunstförderung als in vielen anderen Ländern der Welt sowieso, aber auch Europas. Und dieser Film ist jetzt zum Beispiel auch großenteils mit Steuergeldern gemacht, nämlich durch öffentlich-rechtliches Fernsehen. Arte ist der Hauptsponsor und viele andere Fernsehstationen auch, die eigentlich öffentlich-rechtlich gefördert sind und dadurch sind es Steuergelder. Das gibt es in anderen Ländern nicht so präsent. Oder zum Beispiel, wir dürfen auch, das ist auch nicht immer gut für die Filme. Also in Deutschland kannst du einen Film machen, der floppt und keinen stört, weil das auch fast so ein bisschen erwartet wird. Das ist öffentliches, rechtliches Geld. Da werden dann auch teilweise echt verrückte Sachen dann irgendwie gefördert, weil die vielleicht gerade zur Politik ganz besonders gut passen. Es gab, habt ihr vielleicht gemerkt, so vor 10 Jahren eine Zeit, da gab es nur Filme mit Frauen mit Kopftüchern. Fand ich natürlich auch super, aber es war wirklich auffällig, wie ein Kopftuch im Skript und bums wirst du gefördert. Das war, ne? Und davon haben wir natürlich hier auch, waren wir auch Nutznießer, denn natürlich ist das Umweltthema jetzt auch ein wichtiges Thema und haben eben diese Welle diesmal selber mitgeritten. Das ist gut, weil man kann dann Filme machen, es ist aber teilweise nicht so gut für die gesunde, für das gesunde, wie heißt das, Competition? In der Marktwirtschaft. Wettbewerb. Ja, Wettbewerb. Ne? Also dann, wenn du dich nicht messen musst, wenn du ein Flop sein darfst und das keinen stört, das ist natürlich eigentlich nicht so gut. Ich würde jetzt mal öffnen für Sie. Ich weiß nicht, ob es noch ein Mikro gibt, sonst geben wir hier eins ab. Wenn Sie Fragen haben, ich denke, Sie haben Fragen, stellen Sie sie jetzt. Beide werden gerne, ich gebe dir gleich mein Mikro, beide werden gerne Rede und Antwort stellen. Also wir haben hier, wie gesagt, natürlich auch eine echte Expertin, die zum Beispiel, wenn ich mal was anbieten darf, ein Gespräch unter uns allen. Du hast ja vorhin schon gesagt, diese verschiedenen Nutzarten der Vielfalt. Und die eine davon ist die seelische und das geht ja in diesem Film auch ganz viel dazu. Wie ging euch das heute, wie ging es eurer Seele heute? Darf ich das mal reinschreiben? Hat irgendjemand einen Erfahrungsbericht der letzten 90 Minuten? Ich wäre derjenige, der das Mikro bringt für die Äußerung. Holger. Das Eis ist gebrochen. Hallo. Ja, vielen Dank für den Film, für die Einführung. Also ich bin seit mehr als 30 Jahren Umweltprofi in der Stadtverwaltung tätig und unter anderem auch mit Biodiversität, Energie, Klimaschutz und sowas. Also insofern bin ich vorbelastet und habe jetzt 90 Minuten, da ging es mir genauso wie Ihnen, die ganze Zeit über dies und jedes nachgedacht, was passt da und passt nicht. Aber ich fand es toll, der Film hat mich tatsächlich mitgenommen. Also ich habe mich, man muss sich eben auch einlassen auf diese Geschichte mit den dreien jungen Leute, fand ich auch schön. Die dann auch so ganz unvoreingenommen rangehen. Ja? Die wollen ja eigentlich auch was erleben, gehen in einen Plattenladen, der sucht sich irgendwie Retro-Geschichten aus und dann stolpert er darüber zufällig. Also das ist schon aus dem Leben gegriffen, fand ich sehr schön und ich sah das schon so, den Film müssen wir in unseren Schulen zeigen, ja, sowas. Also hat mich mitgenommen und emotional durchaus bewegt. Jetzt die Diskussion, da denke ich, Internet kam ja, also ich sehe das Internet definitiv nicht so positiv, weil 90% ist da echt Unsinn, Nonsens, muss man sagen. Das wird uns auch energetisch das Knick brechen, die nächsten 10 Jahre, 20 Jahre. Man macht sich keine Vorstellung, was da an Energie verbraten werden wird. Ich bin Generation Grenzen des Wachstums. Ja, da war ich 14, als das rauskam.
Und man darf sich nichts vormachen. Vielleicht 10% meiner Generation haben sich dadurch beeinflussen lassen. Ich denke, daran hat sich wenig geändert. Es hat sich deutlich weniger getan, sag ich mal, nehme ich mir raus, als Profi das so zu sagen. Also 10% sind bewegt durch den Klimawandel, der Rest macht Business as usual. Ich sage nur, die Leute denken, sie fahren Fahrrad, wenn sie mit ihrem SUV in den Taunus fahren, hier unser Gebirge, ihre Mountainbikes auspacken und durch den Wald dübeln. Ja, und dann fragt man sie, ist tatsächlich so mir passiert? Ja, ich bin Fahrradfahrer. Ja, also auf dem Niveau läuft es leider Gottes. Ich bin da deutlich weniger optimistisch. Ja, das war jetzt ohne Frage. Dann, aber danke für den Beitrag. Gibt es denn auch eine Frage? Da. Das ist eigentlich keine Frage. Hallo, servus. Ich fand es sehr spannend, weil ich habe mich so ein bisschen irgendwie wiedererkannt, weil ich habe zwei kleine Kinder und habe so ein bisschen Angst vielleicht davor, dass die mal in der Zukunft irgendwann auch in so einer vielleicht nicht allzu schönen Welt quasi irgendwann leben müssen und dann irgendwann mich mal fragen, was ich genau in diesem Moment 2020 vielleicht noch gemacht habe oder hätte tun können oder wie das jetzt irgendwie so war. Also von daher, ja, war das irgendwie sehr spannend, habe ich mich irgendwie wiedererkannt, ja. Genau. Finde ich auch, danke für den Einwand. Wir haben natürlich beim Schreiben auch immer wieder genau diese, ne, kein Deutscher ist so richtig fremd zu der Idee der Richter der Zukunft. Ne? Was sagen die Richter die Zukunft über ein Geschehnis aus der Vergangenheit? Und das liegt total auf der Hand. Wir haben es aus dem Film rausgelassen, diese genaue Parallele, weil das hättest du auch vielleicht verzerrt. Aber genau, die Idee, dass du halt, du bist Zeitzeuge einer unglaublichen Geschichte und stellst dir vor, wirst von den Kindern oder Kindeskindern irgendwann gefragt, wo warst du denn? Warst du Teil der Resistance? Warst du sogar Teil derer, die es zu verschulden hatten? Oder warst du irgendwo dazwischen? Wo standest du? Und das wird uns passieren. Das glaube ich ziemlich fest, dass uns das passieren wird. Da würde ich genau anknüpfen, weil das fand ich genau den interessanten Aspekt eigentlich, dass es sozusagen zu diesem Clash zwischen den Generationen ja eigentlich nicht kommt, sondern dass, obwohl man in ein und derselben Welt lebt, es Menschen gab, die werden ja quasi markiert mit Geburtsjahrgängen, die das alles noch erlebt haben und dann eben die es nicht mehr erlebt haben. Und dass es aber eigentlich wie so eine Stunde Null quasi diesen Mantel des Schweigens eben oder diese Vereinbarung, ohne dass es jetzt so wirkte, als ob quasi irgendwas verschlossen wäre. Also dass es einfach wie so eine Konvention so ist. Wir reden da nicht drüber, vielleicht aus Scham eben, weil wir wissen, dass wir es nicht getan haben. Und dass aber gleichzeitig, das wurde ja vorhin erwähnt, auch die, also eigentlich alles in der Welt ist, also die Schallplatten, die Bücher, also eigentlich ist diese Entdeckung des Fotos erscheint ja gar nicht als so besonders in einer Welt, in der es diese ganzen Schätze quasi ja gibt. Und trotzdem ist es, braucht es genau diese drei jungen Menschen sozusagen, die bereit sind, da genau hinzugucken. Und erst daraus entsteht ja dann das Nachfragen. Und das fand ich irgendwie spannend und oder auch als Gedankenspiel sozusagen spannend, dass es das geben könnte quasi, dass man eben nicht redet, obwohl das Thema so eindeutig in der Welt ist. Und ja, ich meine, entlang des eben angebotenen Vergleichs-Ding könnte ich mir vorstellen, dass das sicherlich in Deutschland in den 60ern, 70ern auch so war. Da gab es halt Sachen, da reden wir lieber nicht drüber. Gibt es weitere Fragen oder Kommentare? Ja, vielen Dank. Vielleicht kriegen Sie eine Frage von mir. Also ich fand das toll und genau nochmal, um das Format anzuknüpfen mit den drei jungen Leuten und ein bisschen Science Fiction, finde ich das sehr wichtig, weil
ich finde, man kann die jüngere Generationen ganz schön anziehen. Ne? Ich glaube, da ich würde sagen, die Arbeit ist nicht vorbei, es gibt noch viel Arbeit. Ne? Und ich glaube, dieses Format kann man wunderbar nutzen, vielleicht indem man, Monsieur, Sie arbeiten in der Stadtverwaltung, haben Sie gesagt, bei Umwelt. Na, man könnte das ein bisschen in die Schulen und Gymnasien verbreiten. Ne? Ich glaube, das ist ein Format, was sehr schön für die jüngere Generationen da einen Einfluss haben könnte. Ja, das machen wir, genau, das, super. Und haben wir jetzt schon angefangen, wir haben eine ganze Menge Schulscreenings schon gemacht. Und Farbfilm, der Verleiher von diesem Film, behandelt diesen Film auch etwas anders als all die anderen Filme, die verlegen. Und zwar indem wir ansprechbar sind. Wir haben schon eine Website, da kann man uns einfach ansprechen, wenn man Lehrer ist oder Professor oder irgendwie in einem Club oder egal in welcher Form, in welchem Format, wenn Leute uns ansprechen und sagen, wir würden gerne ein Screening machen für unsere Klasse, Club, Vereinsheim, wie auch immer, dann machen wir das. Und zwar und sind eigentlich schon bereit und alles schon fertig aufgestellt. Also ihr könnt euch bei uns melden und sagen, ich möchte mit der Klasse das sehen, dann kriegen wir das hin. Auch umsonst und auch mit Poster schicken und allem drum und dran. Also das ist bin ich ganz froh mit Farbfilm, dass die das so mitmachen, weil die das eben auch als eine Art Aktivismus sehen in den Film. So wie auch viele, die wir daran gearbeitet haben, die daran arbeiten, als eine Art von Aktivismus sehen, den man im Beruf halt machen kann. Das heißt, meldet euch und dann passiert es. Und es passiert natürlich eh. Es gibt ja die normalen Wege, auch in die Filme als Schulkino dann behandelt werden. Gibt es ja wahrscheinlich in diesem Kino auch. Ja. Schulkino-Wochen. Ja. Also da sehe ich auch so, ich freue mich darauf, dass dann noch viele, viele junge Leute den gucken. Allerdings hatten wir kürzlich Screening, da waren so 12-jährige Schüler und davon war die Hälfte noch nie im Kino gewesen. Das war also absolut erschreckend. Das Kino hatte wirklich in dieser Krise im Moment. Und die wussten gar nicht, was man da machen soll und eben auch nicht machen soll. Das mit dem Telefon weglegen oder dass man nicht einfach rausgeht und so, das war denen immer noch so ein bisschen neu. Also wir haben doppelte Entwicklungsarbeit da eigentlich zu leisten mit den Kids. Ja. Gibt es weitere Fragen oder Kommentare? Bisschen ja. Also ich kriege die E-Mails nicht selber, weil die direkt an den Verleih gehen, aber angeblich läuft es langsam an. Wir haben jetzt halt, das ist jetzt wie gesagt das Ende der Tour, wir haben jetzt ein paar Termine gemacht, wir fangen gerade erst an, die Welle anzuschieben und nächste Woche geht es dann konkret ins Kino und dann mal gucken, wie viele Leute in Deutschland das auch sehen. Die Hoffnung ist, dass es so eine Art Welle entsteht, zumindest mal für 2-3 Wochen und dass man dann eben, weil die Türen sperrangelweit offen stehen bei uns, dass dann da mehr Nachfrage auch kommt. Interesse geweckt habe. Und deshalb finde ich sehr traurig. Also Biologieunterricht ist fast gar nichts mehr. Ja, da wird nur noch hochtrabendes Zeugs gemacht, aber solche Sachen gar nicht. Und Filme wie Jan Haft zum Beispiel auf die Wiese, die sieht man, hat man jetzt nur hier auch mal kennengelernt, im Kinderkino. Also da wird fast gar nichts gemacht. Sehr traurig. Könnte besser werden, ne? Da ein bisschen mehr Erfolg haben. Das würde mich sehr freuen. Ja. Danke. Ja. Weitere Fragen? Haben Sie denn vor, Ihr nächstes Projekt, hat das auch was mit Natur, mit dem Bereich zu tun? Im weitesten Sinne, ja. Ich schreibe an einer Liebesgeschichte, die in einem Umfeld von Überbevölkerung passiert. Ich kann noch nicht mehr verraten. Den Titel kann ich verraten. All the time in the world. Bescheidene Ansätze. So erleben wir das in der Praxis und das betrifft auch den Klimaschutz zum Beispiel.
als Arbeitsprojekte und was weiß ich was, aber die jetzt die technischen Dinge haben, das ist dann wieder was ganz anderes. Ja? Und über allem steht, wir haben Klimaschutz studiert oder wir haben dies oder jenes, aber die Grundlage fehlt. Und woran liegt das? Ist das so, sag du. Also ich bin ja an der Universität Universitätsprofessorin, mache seit 30 Jahren Ausbildung. Das hängt natürlich davon ab, welchen Zweig dann die Studierenden nehmen. Grundstudium ist breit und diese klassische Ausbildung mit Bestimmungskursen, das ist in der Zwischenzeit wirklich relativ klein. Aber dafür in Frankfurt Masterstudiengang Ökologie Evolution mit 20 verschiedenen Kursen immer voll. Also wir haben jetzt gerade wieder einen Kurs, sind wir am Abschließen mit 20 total begeisterten Studierenden, von denen 18 in Naturschutz gehen wollen. Also das würde ich anders sehen. Also da kommt gerade eine Generation in die Unis, die für Fridays for Future auf der Straße war, die also viel politischer sind als die Vorgängergeneration. Und was ich erstaunlich finde, also mich trübt es immer so ein bisschen, dass das Klimathema so im Vordergrund steht und dass das Thema Artensterben einfach nicht so aktuell ist, aber auch diese Generation, die ich jetzt im Kurs habe, die interessieren sich für Artenvielfalt. Das ist klar, dass man das im Studium jetzt nicht wirklich lernen kann, das müssen die sich selber erarbeiten, aber das bringen die sich auch selber bei und gehen dann in die Vereine, NABU oder so, oder gehen bei uns ins Museum und holen sich da die Fachausbildung für die Artenkenntnis. Also ich blicke mit vollem Optimismus auf die Generation, die da kommt. Dafür sind sie bessere Ökologen. Also Artenkenntnis ist ein Punkt, aber die... Aber jetzt die jetzt irgendwas mit Gentechnik machen, die mussten früher das auch haben. Ja? Die mussten das wissen, das ist heute nicht mehr. Die direkte Verbindung zum... Du redest jetzt von Leuten, die Biologie studieren und sich, ja. Machen die das nicht mehr? Ist ja verrückt, das wusste ich nicht. Ich glaube, also wir haben da Partnerschaften mit verschiedenen Schulen von Senckenberg, da sieht es anders aus. Also wir haben da auch kein hessisches Kind schafft die Schulausbildung ohne zweimal im Senckenberg-Museum gewesen zu sein. Und da bleiben schon auch viele hängen. Also wir haben jetzt gerade eine Forschungswerkstatt AHA eröffnet, wo man eben für Kinder, Jugendliche, aber auch für Erwachsene die Möglichkeit bietet, selber als Forscherinnen aktiv zu werden. Und da steht eine ganze Batterie von Mikroskopen und Präparate. Und da kann man hingehen jederzeit, auch am Nachmittag, und mikroskopieren. Naja, auf jeden Fall interessanter Gedanke, ne? dass man vielleicht die Basis und die greifbare Kontakt zur Natur nicht verlieren sollten, auch nicht in der Bildung. Finde ich spannend. Da gibt es noch eine Frage. Ich wollte noch mal ganz kurz nach dem Cast fragen, wie der zustande gekommen ist, also die drei jungen Menschen. Also es war ja von vornherein geplant natürlich, dass es auf Englisch sein soll, deswegen haben wir auch relativ früh in ganz Europa angefangen, uns umzugucken, mit besonderem Blick auch nach England, und haben ja Fini und Cherry, also Paul Raymond und Jessamine Bliss Bell, das sind beides Leute aus London. Und dann haben wir aber in Berlin auch ein bisschen gecastet, weil es war natürlich viel leichter und greifbarer, und
hatten dann die Chance, Noah Saavedra da auch einzuladen. Wir hatten auch, ist ja Wahnsinn, ne, was es für tolle junge Schauspieler gibt. Also wenn du wirklich so, die haben immer gesagt, die müssen so zwischen 25 und 30 im Idealfall ungefähr sein, um dann Anfang 20 zu spielen. Und das, da kippst du ja aus den Socken, was da an talentierten, tollen Leuten sind, die alles geben wollen und wahnsinnig gut aussehen alle und so. Aber Noah Saavedra ist einfach nochmal wieder eine Schippe drauf. Der ist wirklich ein toller, toller Schauspieler. Er wird ein Superstar im deutschen, deutschsprachigen Raum, auf jeden Fall. Also den werden wir noch lange genießen dürfen, glaube ich. Der konnte nicht ganz so gut Englisch, wie er hätte können sollen, um auf Englisch einen Film zu drehen, wo er vielleicht mal aus dem Text weggeht. Der brauchte wirklich immer so seinen Text, um vernünftig Englisch zu sprechen. Aber so viel Text ist es ja jetzt auch nicht im Film. Also das war eine große, große Freude, mit diesen Leuten zu arbeiten. Auch ja schon fast ein bisschen diese Generation wieder. Ne? Also die nicht ganz, weil die, von denen wir jetzt gerade geredet haben, sind nochmal wieder jünger. Aber auf jeden Fall auch keine Millennials mehr. Das sind auch diese, die hatten auch, die wollten das auch. Und das war denen wichtig. Und wir gehen auch von unseren Gagen ein bisschen runter und so weiter. Also da, ich bin ganz auch entzückt von dieser Generation, die da gerade kommt. Und er synchronisiert sich selbst. Klar, ja. Der Film soll ja auch international laufen. Mhm. Gibt es da schon Erfahrungen? Ein bisschen, ja. Ist eine ganz interessante Frage. Also ich wünschte, ich hätte noch ein paar mehr Erfahrungswerte mitzubringen. Wir sind in der Schweiz gelaufen, da fand ich, geht so. Habe das Gefühl, der kommt in Deutschland bisher besser an. Dann habe ich ihn in Frankreich gesehen, da war es super. Die mochten den sehr. Dann haben wir ihn auch schon verkauft nach Südkorea, nach Japan, Frankreich, Deutschland, Österreich, Schweiz. Amerika haben wir noch, also Nordamerika, USA haben wir noch nicht verkauft. Kanada haben wir schon verkauft. Also es geht jetzt gerade los mit den Verkäufen und es ist nicht so, dass er sich gar nicht verkaufen lässt. Aber die großen Märkte, also ne, US-Markt, die sind halt, ja, die haben halt auch solche Filme, solche ähnlichen Filme schon selber. Und so ein europäischer, komischer B-Movie-Film mit Wim Wenders, den auch keiner kennt. Da, ne, also da hat noch nicht jemand so zugeschlagen, wie wir uns das wünschen, aber es geht. Es geht tatsächlich und gerade lustigerweise in Asien. So, gibt es noch Fragen? Wenn es eine noch, ja. Willst du ein Mikro? Dankeschön. Ich würde vielleicht gerne die Frage von dir oder Ihnen von ganz Beginn aufgreifen. Da hatten Sie gefragt, was so die Seele gemacht hat in meinen letzten 90 Minuten. Und ich würde dann gerne diesen Ball aufgreifen und wieder zurückwerfen. Weil für mich war in dem Film vor allem sehr präsent dieser Kreis der Empathie, dass wir diesen ausweiten. Und das beschäftigt mich auch in den vergangenen Jahren sehr, dadurch auch, dass meine Freundin vegan lebt, dass wir irgendwie diese Einteilung machen, Nutztiere und andere Spezies. Und da wollte ich einfach Sie mal fragen, ob Ihnen bei der Arbeit mit dem Film irgendwie spürbar dieser Kreis der Veränderung oder Kreis der Empathie, dass sich der erweitert hat oder auch Ihnen vielleicht über die Wissenschaft. Auf jeden Fall, da passiert gerade einiges. Also bei den verschiedenen Ansätzen, wie man Artenvielfalt schützen kann, gibt es solche fantastischen Filme wie den hier, die ja dann einfach unseren Horizont erweitern und auch unser emotionales Vermögen erweitern. Es passiert aber auch einiges in der Finanzwelt. Es passiert einiges auch im Bereich Rechtsprechung. Und zum Beispiel eine Sache, die da gerade diskutiert wird, und das wird noch ganz groß diskutiert werden, die Rechte der Natur und die Rechte der anderen Arten auf der Erde. Und in Spanien wurde jetzt schon die erste Lagune, eine Rechtspersönlichkeit zugewiesen, und ich glaube, dass das nur der Anfang ist, der eben zeigt, dass wir einfach mit den Arten nicht mehr so umgehen können, dass die nicht für uns da sind, sondern dass die auch für sich da sind und dass die ein Gegenüber sind und eine ganz besondere Inspiration bieten gerade andere Kulturen, indigene Kulturen, was sind ja 2.000, 4.000 Völker, die oft in der Regel einen ganz anderen Umgang mit der Natur haben und auch einen ganz anderen Ansatz haben. Das klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, im Einklang mit der Natur leben und auch eine ganz andere Ökonomie haben, so eine Geschenkeökonomie, wo dann eben nicht unbedingt Güter, sondern einfach
ein reziproker Austausch gelebt wird und wo das Tier, selbst wenn ich das dann esse, die sind nicht zwangsläufig Vegetarier, als sozusagen Bruder oder Schwester betrachtet werden, die das Leben schenken, damit ich was zu essen habe. Aber daraus ergibt sich für mich die Verantwortung, mich um dieses Tier zu kümmern, um dem einen guten Lebensraum zu ermöglichen. Oder die Lachskulturen sind in der Zwischenzeit sehr gut erforscht, die Völker im Pazifik. Die lassen die ersten 4 Tage, haben die immer die Lachse durchziehen lassen, damit die hoch in die Ableichgebiete kommen, und haben dann erst nach 4 Tagen angefangen zu fangen, bis praktisch die Trockengelegenheiten für die Lachse erfüllt waren, und dann haben sie wieder aufgehört zu fangen. Die haben einfach nicht alles genommen, was man hätte nehmen können. Und das, also in meiner Disziplin, Biodiversitätsforschung, kommt es gerade ganz massiv rein, und wir beschäftigen uns mit den Kulturen und schauen, wie die Naturschutz gemacht haben und wie die Menschen gemacht haben. Und das ist eine Rieseninspiration. Würde ich auch direkt fast nochmal anschließen wollen. Das ging mir nämlich auch in meiner Recherche so, dass diese, was in der Rechtsprechung anfängt zu passieren, was auch möglich scheint, ist wahnsinnig spannend. Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass man so eine Art Menschenrecht einem Nichtmenschen gibt, ne? Ganz doof gesagt. Und das haben wir auch in der Geschichte schon jetzt öfter mal gehabt. Ne? Auch die Sklaven in Nordamerika, da gab es auch ein Vorher und ein Hinterher. Und währenddessen hat man das normal gefunden, dass es halt so unterschiedlich behandelt wird, und plötzlich hinterher jetzt im Nachhinein denken wir, was für ein Wahnsinn. Das, ne? Also der Vergleich hinkt unheimlich, weil man im Vergleich mit Tieren ist immer nicht so ganz ideal. Aber trotzdem funktioniert es als Beispiel, finde ich. Und eine andere Geschichte, die ich auch ganz, ganz spannend finde in der Rechtsprechung, ist die Idee von Verträgen mit Leuten, die noch gar nicht geboren sind. Ne? Also dass wir ja uns als Europäische Union zum Beispiel uns die Güter auch so ein bisschen teilen und die Rohstoffe und so weiter, aber es ist immer im Jetzt, in einem Jetzt. Aber dass wir halt anfangen, das mit reinzubeziehen und sagen, ein Vertrag über die Rohstoffe, die wir auf der Welt haben, muss mit mindestens 100 zukünftigen Generationen im Kopf gemacht werden. Und da passiert ja auch so einiges jetzt gerade. Ne? Da gab es doch diesen, was war das, so ein, kurz vor Corona gab es da so einen ganz tollen Durchbruch. Also es gab auf jeden Fall diese Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht, die Freiheit der nächsten Generation zu berücksichtigen und damit deutlich zu machen, dass der Klimaschutzgesetz zu kurz greift und nachgebessert werden muss beim Kohleausstieg. Hm. Genau, sowas. Aber guck mal, dieses Lernen, was du jetzt gerade vermisst, das ist ja, weil es diese handfesten Gesetze vielleicht nicht gibt. Wenn es das Gesetz geben würde, jeder Bauer muss 5 Meter randstreifen lassen, und wenn er es nicht macht, ist es ein Verbrechen, dann würde sich was tun. Darum geht es ja, dass wir anfangen, diese Dinge wirklich in Recht zu setzen. Aber bist du Anarchist? Nein, aber Leute, es passiert nichts. Das Ganze fährt gegen die Wand. Machen wir uns nichts vor. Die Wissenschaft streitet sich seit 30 Jahren darum, wo wir weltweit den Artenschutz machen können. Inzwischen sagt man in Inseln. Aber das ist kein Argument gegen Rechtsprechung und Demokratie. Nein, natürlich nicht. Aber guckt euch doch die Welt an. Es wird doch nicht besser. Ja? Das würde ich anders sehen. Also wir haben ja die... Gesetze machen Verträge mit westafrikanischen Staaten, die zu mehr Fischen
zwischen den Küsten führt. Ja, anstatt sich vernunftbegabt, und das ist bekannt bei allen in der EU, die damit zu tun haben, zum Beispiel, dass die Küstenfischerei der dort ansässigen Leute nachhaltig ist. Aber stattdessen werden dort Trolle hingeschickt über einen Vertrag, der vor 2 Jahren geschlossen wurde, der freien Handel garantiert, freien Handel. Deshalb schicken wir aus hier den Hühnerzuchtfarm tiefgefrorene Hühnerschenkel nach Westafrika. Und die Leute fischen nichts mehr, weil die Trawler aus der EU da alles leer fischen. Du meinst Dinge, die nicht sein sollten, aber legal sind, ne? Das ist alles legal. Aber ja. Das führt genau dazu, ja, dass nichts mehr dort schwimmt. Das muss man sich vergegenwärtigen. De facto ist die Situation ist ja auch nicht wirklich einfach. Also wir haben demnächst 10 Milliarden Menschen auf der Erde, die wollen satt werden, die wollen ein Dach über dem Kopf. Viele von denen leben in einer großen Armut. Wenn das auch nur ansatzweise Richtung Wohlstand geht wie bei uns, wird es eine Herausforderung. Und Klima ist noch ein relativ einfach zu lösendes Problem, weil man da mit technischen Lösungen relativ weit käme. Also mit grünem Wasserstoff und mit Windenergie und mit Solarenergie, wenn man das umgesetzt kriegt, also es ist kein technisches Problem, das ist ein Umsetzungsproblem, dann wäre das Klimaproblem gelöst. Biodiversität ist ein anderes Problem, weil wir da eine Konkurrenz um Land haben. Und man kann eben Land für Lebensmittelproduktion, für Energieproduktion oder für Biodiversitätsschutz im Sinne von Schutzgebieten nutzen. Und an dem Punkt haben wir schon eine gnadenlose Konkurrenz um Land. Und wenn wir jetzt Ökolandbau haben und den auf 30% ausweiten, wie das in dem European Green Deal gefordert wird, dann bedeutet das weniger Erträge. Das sind im Viertel etwa weniger Erträge. Das heißt, das funktioniert nur, wenn wir wirklich auch einschneidend unser eigenes Konsum- und Ernährungsverhalten ändern und auf 25% von unserem bisherigen Fleischkonsum gehen. Und das sind schon fundamentale Änderungen. Und gleichzeitig, klar, wollen die Menschen in Indien oder im Senegal auch mal überhaupt eine gewisse Menge an Protein haben. Das heißt, da geht der Fleischkonsum überall noch hoch. Also das sind schon richtig große Herausforderungen und bittere Abwägungen, die dann gleichzeitig im Griff behalten werden müssen, wenn wir die Artenvielfalt schützen wollen. Und um den Bogen vielleicht nochmal zu schließen zum Thema Regeln, Gesetze und so weiter, Legislative. Wenn so ein Prozess stattfinden soll, wo am Ende weniger Erträge sogar vorhersehbar sind, dann braucht man doch eine starke Rechtsprechung und Demokratie, weil das nicht einfach ist, das durchzusetzen. Wenn alles freier Markt ist, dann schafft man halt auch nichts. Und deswegen glaube ich so sehr daran, dass in der Legislative total die Hoffnung verborgen ist, wenn wir anfangen, diesen Muskel mal richtig anzuspannen. Wirklich Regeln zu machen für die Dinge, die nicht reglementiert sind. Ja, belassen wir es bei der Hoffnung. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Besten Dank euch drei für das rege Gespräch. Besten Dank Ihnen, dass Sie da waren und mitdiskutiert haben. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn Sie Ihren Fluxkompensator in Richtung Zukunft stellen wollen, das nächste Gespräch wird im August sein in unserer Reihe Was tut sich? Und der Film ist Niemand ist bei den Kälbern. Gutes Heimkommen. Danke, dass Sie da waren. Tschüss.